Wow. Ist dies der Ort? Ja, Gemsitz Festung. Der Stieg befindet sich dort drinnen. Sind die Männer bereit? Ja, Amandra. Gut. Wenn Gemsitz sich dort aufhält, rührt ihn keiner an außer mir. Die Bauern hier müssen ihres Inselnachbars überdrüssig sein. Vielleicht helfen sie uns. Also die Mission heißt die Festung des Schakals. Ich bin gerade slightly sauer, weil ich auf Aufnahme gedrückt habe während dem Ladebildschirm und es ist erst angegangen, nachdem der Ladebildschirm vorbei war. Und ich wollte da schon das einleiten. Verdammt. So, ich finde es auch irgendwie immer so lustig, dass hier in diesen ganzen, dass in den ganzen Cutscenes, so imagine, die stehen so hier und es ist so, als würden die so da runter gucken und dann gucken sie eigentlich irgendwie dahin. So. Die gucken so runter und dann sehen sie auf einmal so plötzlich so diese Festung auf der anderen Seite. So auf dieser Insel. Ich weiß jetzt nicht, ob man das von da aus sehen kann, aber I don't know. Aber ich würde mal sagen, we get going. Sonst bleibe ich hier noch stehen bis zur 10. Minute. Auch wobei ich lasse die Kamera da mal vorlaufen. Sollen die mal hier, na, sich hier um ihre eigenen Leute, zumindest um die unterschiedlich kümmern. Den ziehe ich vielleicht weg, weil der vielleicht dann gleich tot ist. Ich will ihn ja saven. Wir sind hier, um Leute zu retten und nicht, um Leute zu verlieren. In Wedge. In Wedge. In Wedge. In Wedge. Amandra geht erstmal da runter, weil dann Cody das Dorfzentrum. Wenn das, dann kann ich hier. Ah, hier ist noch Hyäne, das Leben. Hört mich an, Volk des Nils. Ich bin Amandra, die Feindin von Kemsit. Helft uns und wir werden verhindern, dass er euer Land weiter plündert. Wir helfen euch. Oh, ja, weil. Oh, ja. Land weiter plündert. Okay, ich muss jetzt hier irgendwo ein Haus bauen. Oh, ich schick mal die drei zum. Der wichtige Punkt ist jetzt, ich muss jetzt gucken, dass ich, bevor ich hier die Häuser hole, dass ich jetzt von den Anwohnern des Nils als allererstes Mal die ganzen Dingens hole. Wir sollten die Insel erkunden, bevor wir unseren Brückenkopf am Strand errichten. Ja. Inito. Tayo. Wie viel kosten? Ach, Häuser sind bei denen kostenlos. Oh mein Gott. Ich dachte, die kosten mich jetzt jeweils 100 Holz. Dafür kostet bei denen auch jeder Scheiß irgendwie Gold statt Holz. Komm, ich hole mir schon mal die zwei Dorfbewohner da unten. UIR. Ich hoffe, ich krieg auch bald einen Pharao. Das ist jetzt dein Moment, Pharao. Komm hervor. Und der wichtige Punkt ist, wenn ich jetzt einfach die Häuser baue, bevor ich die anderen hole, dann ist geht mein Limit nicht höher. Also dann, ne? Oh. Na gut, der Pharao halt die ja. Ak Ayu. Ich warte jetzt noch ein bisschen. Oh, wobei, ich gucke jetzt mal schneller hoch, weil da oben sind zwei Türme. Damit ihr wisst, ich habe die Mission vorhin, ich habe die schon mal angefangen. Ich habe eine halbe Stunde gespielt, dann musste ich aber weg. Bloß das Problem war, ich habe OBS leider zu schnell beendet. Darum war dann der, die Aufnahme corrupted und ja. Kann man nichts machen, ne? Da muss ich halt jetzt nochmal neu anfangen, aber es, für mich ist es jetzt kein Beinbruch, bin ich ehrlich. Wo ist denn der Dorfbewohner, der fast tot ist? In Wedge. Inito. 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 Inito.
Ark, Ark, Iorifa. Iorifa. Weil der coole Punkt, der gute Punkt ist halt, weil ich jetzt halt schon die Häuser habe, kann ich halt mein Dings erhöhen. Also ich bin halt jetzt schon über mein Bevölkerungsmaximum halt schon drüber, was ich theoretisch kriegen könnte. Wenn manche das nicht verstehen, ihr baut 10 Häuser und dann kriegt ihr noch 3 Häuser on top. Also bekommt ihr quasi, keine Ahnung, ich habe jetzt ein Dorfzentrum und ich kann ja bloß 100 Bevölkerung plus kriegen, plus ich glaube die 30, die man vom Dorfzentrum bekommt. Ne, 18 sind es, glaube ich mal, ne? Ich habe 13 Häuser und 130 und Dorfzentrum 21, okay. Also ich bekomme quasi, normalerweise hätte ich 121 Bevölkerungslimit. Aber weil ich ja hier noch Häuser for free bekomme und ich hier nochmal dann noch eine Siedlung habe, bekomme ich ja mehr am Ende. Mehr, als ich ja eigentlich haben dürfte, quasi. Und das ist halt so der Punkt. Darum ist es wichtig, in dieser Mission halt einfach mehr Häuser zu bauen, als ich es eigentlich sollte. Weil, oder mehr Häuser zu bauen, am Anfang gleich 10 Häuser zu spammen, damit ich dann später mehr Bevölkerung habe, weil mehr Bevölkerung ist ja auch dann eine größere Streitmacht. So. Das ist immer wichtig. Ich denke, da würde mir jeder zustimmen. Wichtiges Maß an genug Supply haben, um dann. Gab's da oben nicht einen Tempel? Bin mir nicht sicher, der Tempel war ein Stück weiter unten. Ne? Ich finde das immer so lustig. Actually. Oh, boom, boom. Und das auch nochmal, was habe ich denn da eigentlich? Das Auge des Horus erhöht das Bevölkerungslimit für Dorfzentren. Ach, schon mal gleich. Ach, Mist, ich habe ja keinen. Mir fehlt der Gunst. Oh, da habe ich auch nochmal eine Siedlung. Wo sind denn hier meine treuen Baumänners? Mir fehlt Gold. Ich brauche mehr Gold, Leute. Ich brauche mehr Gold. Stimmt, das Problem hatte ich ja beim letzten Mal auch schon mit dem Gold. Vor allem fürs Dorfzentrum. Ich weiß nicht, warum ein Dorfzentrum 400 Gold kostet, statt einfach Holz. Holz ist easy, das habe ich instant. Wie kostet jeder scheiß Gebäude Gold statt Holz? Das triggert mich ein bisschen. Die Waffenkammer ist auch kostenlos. Also da muss ich jetzt mal kurz hier, wo war das? War nicht im Spiel chatten. Systematische Handlungen, was ist das? Kulturenübersicht. So, Isis, ne? Monumente beschützen vor göttlichen Zaubern. Dorfzentrum plus 3. Bevölkerung, alle Weiterentwicklung kostengünstig. Obelisken werden schneller gebaut und sind kostengünstiger. So. Was ist der Punkt eigentlich? Mich würde interessieren, was bei den Ägyptern eigentlich der Punkt ist. Was macht. Warum sind die bei denen eigentlich. Oh. Ah, bin ich hier bei. Sorry, also ich bin jetzt auf jeden Fall Isis. Mich würde interessieren, was bei den Ägyptern aber so anders ist. Warum kosten mich bei den Ägyptern eigentlich die Waffenkammern nix? Das sind ja gewisse Gebäude, die ja eigentlich kostenlos sind. Und der Marktplatz ist halt bei einer Weiterentwicklung kostengünstiger. Was ist bei Reda Unterschied? Pharao kann schneller verzaubern, Priester können ebenfalls verzaubern, Streitwagen kann mehr Reiter schneller und mehr Lebenspunkte, Monumente kostengünstiger und stabiler. Wo ist denn hier die Waffenkammer? Die ist auch kostenlos und der Marktplatz auch. Und was hat Sezu zu bieten? Schutz vor Bösen. Lebenspunkte, Panzerung auf für bekehrte und herbeigerufene Tiere. Ja, okay. Priester können wilde Tiere bekehren, Pharaonen können Tiere herbeirufen. Bogenschützen werden schnell ausgebildet, Schleuderkämpfer stärker, Migdols kostengünstiger. Okay, wie viel kosten die da? 300. Achso, die kosten sonst 10. Das sind die auch. Okay. Ne, die kosten sonst 400. Und 10, hier Gunst. Das habe ich vorher natürlich nicht gemacht, weil mir es halt gar nicht aufgefallen ist.
Also mir so, ja, okay, die kosten halt irgendwie 100, Waffenkammer, ne, 100, Dingens. Kostet hier, 100, nee, das will ich gar nicht, für dich. Kostet hier, mich 100 Gold weniger. Aber naja. Are you refair? Ja, 200 Gold. Komm, ich schick die jetzt gleich an die Goldmine, ich sag's euch. Alle in die scheiß Goldmine. War ja. Weil die nicht aussah wie eine große Goldmine. Ihr habt jetzt 9 Leute, also das Fischerboot zieht natürlich auch mit dazu. Doch, alles Gold. Ich weiß gar nicht, wo ich meine Einheiten hinstellen soll. Ach Mist. Warte ich, bis ich dieses eine Stück mehr Gunst habe. Damit ich den Skorpionmann schon mal machen kann. Der einzigste Dude, der hier kein Dings braucht. Der braucht nur Holz. Wobei, ich glaube, die Sphinx braucht Nahrung, ne? Ja. Wenn ich die Hotkeys überhaupt nutze, aber... Komm, ich schick noch eine runter. Er verzaubert jetzt mal hier das Ding, damit die hier schneller abbauen. Ich lasse jetzt einfach random da drüben mal. Oder nee, komm, ganz ehrlich. Ich step jetzt ab in meinem Holzgame. Oh, jetzt wollte ich M drücken. Warum auch immer. Oder war M nicht wie. Ja. Who knows? Da ist ein Cabinet. Brieftauben nehmen wir mal und komm, ich nehme sie in das Öl auch noch, dann können die im Nahkampf noch angreifen. Und weil ich das ein bisschen weird finde, wenn die quasi im Nahkampf angreifen. Aber sie können ja nicht runterschießen, wenn sie angegriffen werden, das ist ja das Problem. Dann gehe ich mal mit der Manra erstmal runter, weil da unten sind auch noch ein paar, ich glaube 3 Dorfbewohner oder so und ein Siedlungsplatz, da kann ich da unten auch noch ein Dorfzentrum bauen. Ist da noch eine Reliquie? Oh ja. Gut, nehme ich gleich mit. Und ein Obelisk. Der Peiniger. Ein Obelisk des Peinigers. Mich würde auch interessieren. Ah, jetzt hat er auch einen Obelisk mehr Sichtweite, das finde ich schon mal gut. Ich würde auch gerne hier mal gucken, was da so gibt, was da so dran ist. In you. Grig. You're there. Atayu. Into you. Into you. Into you. Ich weiß nicht, ob der Skorpionmann so schnell ist wie die Kamelreiter. Also die Kamelreiter sind auf jeden Fall schneller als der Großteil der Einheiten. Wäre so lustig, wenn die den Elefant getroffen hätten. Der Elefant hat kurzen Prozess mit denen gemacht. Into you. Ah ja, Kemset hat den göttlichen Zauber Regen beschworen. Ich wusste bis zu dem letzten Zeitpunkt tatsächlich nicht, dass Regen auch mich beeinflusst. Also ich wusste, na, bei allen, die Dorfbewohner von Kemset sind zwar schneller, was Nahrung geht, als meine, aber trotzdem haben halt meine den Benefit davon. Das finde ich ganz cool. Dies gefällt mir sehr. Ich glaube, in diesem der Mission Krieg habe ich keine fliegenden Einheiten, ne? Eyurfa. Oh, stimmt. Ich wollte auch die Katzen mal machen und Salzamphoren. Ah, Kemsis, komm, das ist jetzt ins heroische Zeitalter. Tch, was für ein Weakling. Ach, da ist auch noch. Da finde ich auch noch irgendwo einen. Das war eine Reliquie. Hier gab es doch noch irgendwo einen Leuchtturm. Oder bin ich jetzt bescheuert? N-T-U-E-R.
Ah, ich hatte mir endlich eine Sprachnachricht geschickt. Ohne Witz, ich hasse es immer, wenn immer irgendwelche Leute dann immer ständig rumheulen. In irgendwelchen Geschichten. Ihr müsst euch vorstellen, schon Sestus, der Heimat von Hero und Leander geborgen, die Angriffsstärke von Türmen erhöht. Auch gut, das ist gut. Eine Freundin von mir, die hatte jetzt heute irgendwie so ein Arbeitsgespräch gehabt und sie war halt ziemlich down, weil ihr da gesagt wurde, dass sie irgendwie in ihrem Job irgendwie anscheinend alles falsch gemacht hat oder so. Ich habe ihr gesagt, sie soll sich da ehrlich gesagt nicht wirklich davon runterziehen lassen, weil es halt wieder irgendwelche komischen privilegierten Leuten gesagt wurde. Das sind so von so diesen, ne, ihr kennt das vielleicht so, ne, das sind so diese komischen Büromenschen, die eigentlich keine Ahnung von dem eigentlich so wirklich haben, was du da im Job tust, aber die halt dann irgendwie trotzdem irgendwie sagen, was du tun musst, was ich immer weird finde. Das war bei meinem früheren Chef genauso. Wobei, der war tatsächlich eigentlich, der kam tatsächlich aus der Praxis, aber der Typ war so weit weg von der Praxis, das war insane. Also, er hat bloß versucht die ganze Zeit mal seine Gedanken durchzusetzen. Und alles andere war ihm eigentlich actually einfach scheißegal. Also. Und anscheinend wurde ihr halt gesagt, dass sie irgendwie alles falsch gemacht hat und so, und dass sie eigentlich quasi scheiße ist, so mehr oder weniger. Und das belastet sie halt jetzt irgendwie ultra, obwohl sie ja eigentlich selber zu mir gesagt hat, dass ihr das eigentlich egal ist. Aber gut, das ist halt immer so ein Ding. Und sie hat sich jetzt wenigstens getraut, mir zu sagen, was da eigentlich passiert ist, weil ich weiß auch nicht warum, aber sie wollte es einfach nicht. Ich habe ihr gesagt, sie kann es mir gerne sagen. So, ich verurteile sie ja deswegen ja auch gar nicht, weil es ja Schwachsinn wäre. Aber, das ist halt so. Ich weiß nicht, warum sie dann am Ende so ausweichend mehr oder weniger war. Aber ich kann sie zu ihrem Glück auch nicht zwingen. Also das ist auch die andere Geschichte. Ja. Aber ich glaube, die Sprachnachricht baller ich mir jetzt danach erstmal rein. Brauchen wir aber erstmal eine zweite Kaserne. Die muss ja ins Bild reinpassen. So. Was kann ich denn hier machen? Maurer ist actually ganz gut. Kann ich hier was? Kryo-Sphinx sind gut. Das baller ich auch mal durch. Dafür habe ich kein Gold. Stadt der Toten. Schnellere Wiederbelebung von Pharaonen finde ich auch gut. Stimmt, die Dullis da unten, die müssten jetzt eigentlich auch schon ihren Mist gebaut haben. Was machen die denn? Ach komm, ich lass die einfach Felder machen. Auch wenn es mich jetzt wieder Gold kostet. Und ich da oben eigentlich for free Felder habe, aber egal. Was ist? Ach, der steht im Stein. Tragen die jetzt eigentlich mehr oder bauen die das nur schneller ab? Würde mich jetzt interessieren. Habe ich einen Priester? Ich hab doch einen Priester irgendwo. Priester, wo bist du? Der baut mir jetzt einen Obelisken dahin. Wenn ihr fragt, warum. Woher soll ich wissen, warum ich mir random jetzt einen Obelisken baue? Ne? Ach, die können da eigentlich schon bleiben. Habe ich kein Problem mit. Mehr Nahrung sammeln ist immer gut. Weil wir bauen jetzt uns da oben einen Marktplatz hin. Ganz oben ans Eck, und dann lasse ich von da oben Kamelkarawane nach da unten laufen. Und die bringen dann das Gold nach Hause. Manche Leute bringen Brot nach Hause, sie bringen das Gold nach Hause. Die Krebensriten. Erhöht den Schaden von Priestern und Pharaonen an mythischen Einheiten. Das ist gut. Hierakus-Sphinx nehmen wir auch. Und Geist der Maat. Heilungsgeschwindigkeit, das finde ich auch gut. Heilungsgeschwindigkeit ist immer gut. Axtkämpfer verstärke ich. Axtkämpfer sind meine Lieblingsboys. Da hole ich mir jetzt auch erstmal ein paar, wenn ich Gold habe, I guess. So, jetzt habe ich hier mehr Sichtweite. Wie viel kostet mich ein Leviathan? 200 Gold. Hole ich mir mal einen. Ich hole mir schon mal einen, dann habe ich einen. So, ich suche immer noch nach dem Leuchtturm. Vielleicht baue ich mir auch einfach einen Leuchtturm, wenn ich jetzt keinen habe. Oh, hey, da sind random noch zwei.
In a jerek. Amanra verliert doch jetzt nicht ernsthaft gegen die Skorpionmänner, oder? Passt. Muss ein bisschen cheesen, aber passt. Ich trigger das mit diesem Leuchtturm jetzt. Hier war doch sonst ein Leuchtturm, oder nicht? Ich baue einfach einen Leuchtturm. Das ist am einfachsten. Oh, ich kann auch fast ins nächste Zeitalter schon kommen. So, ihr macht jetzt erstmal... Ich mache jetzt mal 6 Karawanen, I guess. Ich weiß nicht, wann der Punkt kommt, an dem ich Kemzet eigentlich angreife. Also ich bin ehrlich, ich habe das in Erinnerung, dass Kemzet eigentlich mich die ganze Zeit angreifen sollte. Der müsste eigentlich irgendwo hier immer anlanden und läuft dann immer nach da oben. Ich weiß nicht, ob meine Erinnerungen daran jetzt falsch sind oder nicht, aber eigentlich müsste Kemzet mich die ganze Zeit voll spammen mit Einheiten. Damit ich mal ein bisschen mehr Gold kriege. Wir machen hier erstmal die weiterentwickelten. Ich glaube, ich gehe jetzt dann auf die Toilette. Die Spicy Nuggets, die ich mir vorhin, die ich vorhin reingeballert habe, ich glaube, die machen sich ein bisschen bemerkbar. Sind da oben 3 Reliquien. Das Problem ist halt, Priester können keine Reliquien tragen. Die sind zwar Helden, aber sie können keine Reliquien tragen. Boah, eine Waffenschmiede, wo baue ich mir die hin? Diese Palme muss da weg. Rig, Inito. Auch wenn ihr sonst wohin laufen müsst, um dieses blöde Holz da zu irgendwo hinzubringen. Ich könnte den Pharao mitnehmen, aber dann sammeln die langsamer. Will ich dies? Machen wir jetzt erstmal 2 Priester. Und was die genau machen? Eine Waffenkammer könnte ich mir hier hinbauen. Ach komm, die baue ich jetzt. Ist auch im Laufweg. Wo baue ich diese blöde Waffenkammer jetzt hin? Komm, ich baue die jetzt vor die Monumente hin, ganz ehrlich. Ist mir egal. So, 2 Sphinxen und noch ein Skorpionmann. Die gehen jetzt einfach mal mit ihr mit. Yo, die machen 50 Damage. Holy shit. Die sind ja richtig stark. Wieso gar nicht mehr in Erinnerung? Ich dachte, die wären schwächer. And Joe. Komm, wir gehen jetzt. Boah, was nehme ich denn? Ich hätte so Bock auf den Sohn des Osiris. Ich sag's euch. Und Mumien. 2. Königreich. Osiris ist halt immer richtig gut. Weiterentwicklung begünstigt Kamelreiter. Unterstützung von Soldaten und Migdol-Festungen. Kriegselefanten. Arbeiter, Nahrung, Holz schneller sammeln. Das ist halt gut. Können Kamelreiter Streitwagen schneller ausgebildet werden. Schlachtschildkröten. Ja. Phönixe. Geht eigentlich. Phönix geht. Meteorit. Ach komm, wir nehmen Toff. So, das hast du so gerne gehabt, aber... Ah! Wir nehmen Toff. Ich glaube, in dieser Mission ist er actually besser, weil die... Die sind zwar schon ziemlich tough, die Libertane, aber... Mumien sind cool. Aber die Phönixe können halt wenigstens Luftunterstützung geben, was ich halt richtig gut finde. Und wenn der Phönix stirbt, dann kann ich den halt einfach actually halt nochmal holen. Das können die zwar nur bis so eine, in Minuten oder so, I guess, ist das gerechnet. Wie oft ich die wiederholen kann, aber
Und ich kann darüber fliegen. Dann sehen wir ja, was da so. Ja, wo da ist nochmal eine Reliquie. Jetzt muss ich, will ich gucken. Kann der die Reliquie sammeln? Nee, der kann die Reliquie nicht aufsammeln. Ich baue mir jetzt einfach einen Tempel irgendwo da oben hin. Doch, ich baue da einen Tempel. Ich will ja, dass es sich immer ins Bild einfügt. Oh, Kemsit hat auch dasselbe genommen, okay. Der Schwanz des Cerberus. Einheiten setzen ihre Spezialangriffe öfters ein. Okay, cool. Eigentlich müsste mich hier schon langsam mal so eine Dings angegriffen haben. Ach Mist. Geht nicht als mythische Einheit, okay. Finde ich wild, aber okay. Komm, ich baue da drüben jetzt ein Leuchtturm. Ach, oh wei. Stimmt, ich muss aufpassen. Die Krokodile greifen die Dorfbewohner an. Der Schwanz des Cerberus. Und ich habe Meteoriten. Das ist actually ganz gut. Hier ist das Stück von Osiris. Boom, boom. Also Amandra hätte das auch alleine geschafft, bin ich ehrlich. Jetzt krieg ich da Schluck auf. Schluck auf krieg ich da. Will ich hier unten auch noch einen Tempel bauen? Nee, stimmt, ich kann ja einen Priester eigentlich holen. Ach komm. Ich baue mir hier unten auch noch einen Leuchtturm. Dann sehe ich mehr. Dann bin ich sehend. Ich schicke jetzt mal in den Leviathan rein. Was haben wir da? Das ist das Kopisch des Horus. Helden fügen mythischen Einheiten mehr Schaden zu. Finde ich auch gut. Ich ohne Witz. Das ist so ein Ding, was ich immer liebe. Ich liebe das, wenn es immer so viele verschiedene Reliquien in den Szenarien gibt. Da die halt an sich so einen großen Unterschied immer machen. Und die zu sammeln ist halt immer cool. Ich weiß nicht, ob der Pharao eigentlich ein Reliquien tragen kann. Aber es wäre actually schon ganz cool. Da kann man sich die Axtkämpfer noch verbessern. Rennen der Pfeile, obwohl die keine Pfeile haben. Und wenn die hier fertig sind, dann können die das Fleisch von dem Krokodil nehmen. Wird hier nichts verschwendet. Seht, da sind seine Schildkröten geschickt, um Kemsis Insel zu verteidigen. Ah ja. Ich könnte auch hier eine Migdol-Festung hinbauen. Dann greifen die da an. Also ich weiß noch in dem letzten Game, oder beim letzten Mal, da sind die irgendwie dahin geschwommen. Und die Geschütztürme haben dann die Kibenitz zerstört. Also, ja. Aber actually bin ich hier tatsächlich jetzt wirklich versucht, hier erstmal noch ein paar Türme hinzustellen. Nicht, dass dann hier noch die Angriffsschiffe, weil ich will eigentlich da hinten einen Hafen bauen. Oder eventuell irgendwie hier. Um hier die Fische noch abzudecken. Was haben wir denn eigentlich noch für Zeug, was ich erforschen kann? Bam bam bam. Stimmt, ich kann hier die Karawanen schneller laufen lassen. Zwangsrekrutierte Matrosen. Das finde ich jetzt actually nicht so cool, aber. Ich würde auch interessieren, ob die da eigentlich, wenn die so nah kommen, dann greifen die halt auch safe meinen Leuchtturm an, aber. Ich muss auch da unten einen Leuchtturm hinbauen, bin ich ehrlich. Ich fühle mich gezwungen dazu. Kann ich noch irgendwas erforschen? Komm, das nehme ich auch mit.
Ich hab zwar keine domestizierten Tiere, aber who cares? Ba-ba-ba-ba-bum. Habe ich noch ein Gebäude, was mir eigentlich fehlt? Achso, das waren die Holzfäller Ladies. Die bauen mir jetzt unten auch nochmal so ein Holzfäller Hütchen hin. Damit die da nochmal was holen. Das waren die zwei Bauarbeiterfrauen. Amanra, die geht wieder in ihr auf ihren Leviathan. Und die suchen sich jetzt einen Priester. So, Mister, du baust mir jetzt mal. Ah, ich will da oben unbedingt eine Migdol hinbauen. Was denn rein? So ein Fischkutter. Weil wenn ich hier den Dings hinhau, na, da ist halt bloß ein Krokodil. Dann greift die Migdol da drüben an und ich mach da noch ein paar Dings hin. Weil dann sind die Kebeln jetzt schon mal weg und dann muss ich mich am Ende nur noch um die Dings kümmern. Um die Schildkröten. Oh, den Phönix, der kam aber relativ schnell, muss ich sagen. Ja, war ein Gunst. Okay. Was ist noch da oben? Der schwarze Lotus. Dorfbewohner ernten schneller. Boah, den würde ich gerne nehmen. Angriffsstärke von Rammen, Behemoths und Skarapeen. Aber ich habe nichts davon. Könnte mir aber Katapulte holen. Behemoths, die gehören nur zu den Atlantern. Und die gibt es in diesem State of the Game noch nicht. Irgendwo ist gerade ein Schiff versunken. Naja, I don't know. Wer bin ich, dass ich solche Dinge weiß? Hier ist irgendwo, Alter. Ich, der sich gerade drei Phönixe geholt hat. Irgendwo ist hier ein Phönix. Das kann nur ein Zufall sein. Was hat jetzt auf jeden Fall? Kemset hat jetzt ähnliche Einheiten wie ich. Können wir auch diese hier so eine Migdol bauen? Die versinkt zwar so halb im Boden und das Krokodil wird wahrscheinlich gleich richtig. Ja, das wird gleich richtig geil auf meine. Generiert das eigentlich Leben? Nö. Bleibt so. Gut. Wir sind nur auf Patrouille. Stark gegen Hammerschiffe, was? Meine Migdol wird schneller gebaut. Die Schlachtschildkröten da so. Die können dann auch gleich die Migdol reparieren, wenn die fertig ist. Das eine Kebenis hat schon aufgegeben. Oh, die machen sogar Flächenschaden, das finde ich ganz cool. Gefällt mir. Wusste ich gar nicht, dachte ich greife nur ein Ziel an. Weil die können dann auch die Schildkröten versenken. Theoretisch. Die sind halt richtige Tanks. Was haben wir denn da? Tal der Könige. Wow. Wow. Image erect.
In Wedge. Die anderen können doch mal. Er repariert und die machen den Rest. Die können hier zwar natürlich nicht abbrennen, aber. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn einer von den Phönixen über dem Wasser stirbt. Oh, das neue Keybinet. Ich wollte noch hier vorne vielleicht noch so Türme hin. Ich habe die meine Phönixe an. Die greifen meine Nixe an. Ich versuch's immer wieder. Komm, ich versenke jetzt eine Schildkröte, dann mache ich einen taktischen Rückzug. Und lass erstmal meine Phönixe heilen. Die sind schneller, als wenn sie. Also die sind so schneller, als wenn sie versuchen anzugreifen. Wow. Und nochmal so eine kleine Blutlache dann immer raus. Finde ich auch mal ganz interesting. Ich baue jetzt nochmal eine Migdol dahin. Das sind ja meine Verteidigung. Keybinet kann da nichts angreifen. Und mein Dorfzentrum kann das Keybinet angreifen. Erstmal das, dann mache ich das da. Und vielleicht das da, bis die mit dem anderen Zeug fertig sind. Hier habe ich alles durch. So, die sehen schon mal sehr. Was ist denn mit euch los? Achso, das waren mal die Goldleute, ne? Ja, leider muss ich dich jetzt abziehen. Chufu. Oder Chufu. Ich habe keine Ahnung, wie sein Name ausgesprochen wird. Aber. Er wird abgezogen vom Dienst. Oh, hier sind Äffchen. Ein Affe und ein Pavian. Ein Pavian namens Fabian. Was? Würden mir gewisse Leute mit dem Namen wahrscheinlich übel nehmen. Zum Glück kenne ich da nicht so viele. Nur so ein paar. Ist Amanra. Ne, ich habe mir die andere Reliquie nicht geholt, ne? Oh. Yo, Mr. Pharao. Du musst hier mal die Dorfbewohnerin erstmal ein bisschen heilen. Bin ich schon ein bisschen frech eigentlich? Ja, wir Geschützschiffe. So. Der eine fliegt jetzt nach da hinten und guck mal, was da ist. Die sind ja hoffentlich bald mit ihrem Leuchtturm fertig. Wie kann dann am Ende noch den Skarabäen-Anhänger holen, der mir in dieser Mission absolut nichts bringt? Habe ich jetzt eigentlich schon so ein Waffending gebaut? Ich glaube nicht, ne? Oh. Da haben wir doch schon Platz dafür, ne? So, jetzt ist das alles sehr überschaubar hier. Da gibt es noch ein Fischkuder. Ich mach zwei Fischkuder. Und ihr könnt jetzt endlich mal in eure Felder gehen. Der baut mir dann noch, holt mir da oben noch so einen Obelisken hin. Mach's extra mit Absicht nach da oben. Weil mit dem Obelisken kann ich dann eigentlich auch das hier sehen. So. Den Dings lasse ich da drüben einfach mal stehen. Oh, ich baue hier noch einen. Nochmal zwei Türme hin. Ich kann nur eine gewisse Anzahl an Türmen bauen, also muss ich halt aufpassen. Ich wollte gerade keine Kamelreiter machen.
Oh, sie haben wieder aufgestockt. Okay. Dann kann ich ja mal auch mal anfangen. Mache ich ein paar Paketbinets dahin. Und da unten die Schutzschiffe und ein Dingens. Ja, jetzt greifen sie wieder die Migdol an. So wie es ja geplant war. Ich bin dann fast toter. Ich fange hier Stress mit Chemsitz Sachen an. Into you. Wie denen das eigentlich auch egal ist, das finde ich immer ganz lustig. Into you. Ich brauche natürlich auch ein paar Leviathane noch, um meine Einheiten zu transportieren. So. Ich glaube, da hinten scheint aber so nichts mehr zu sein. Also nichts Besonderes. Weil wir wollen ja die Besonderheiten zwischen den Maps noch aufdecken. Das ist echt immer ganz cool, finde ich. So. Dann schicken wir mal da hoch. Ah, okay, kein. Nicht nochmal einen Skorpionmann machen. Noch geht's aktuell. Komm, ich mach aus Prinzip jetzt einfach noch das hier. Ich hoffe, wir sind alle ausgebildet. I guess. Oh, sind die auch noch am... Die sind auch vom Holzchor. Das Holzfällerchor. Ah, okay. Dann haben wir halt nur ein Katapult, aber das ist nicht so schlimm. Aber es geht wenigstens auf. Muss ich Amanra eigentlich nur zum... Ah ja, ich muss ihn nur zur Truhe des Osiris bringen. Das werden wir schon schaffen. Da kann ich nicht anlanden. Ich brauche einen guten Anlandepunkt. Ja. Entweder da oben oder halt da unten. Ich glaube, da oben ist halt geht halt am schnellsten. Ich muss halt nur irgendwie gucken, dass ich hier die Dingens halt wegkriege. Wow. Wow. Aber jetzt habe ich genügend für ein zweites Katapult. Die Opfer war nicht umsonst. Sind die Schildkröten eigentlich schon gestorben? Ich glaube nicht. Da haben wir stärkere Katapulte. Dann schicke ich schon mal ein paar Einheiten vor. So. Gut, dann haben wir das auch. Wir gehen mal alle auf den. Da ist halt das große Problem halt mit der Infanterie, weil ich habe ja sehr viel Infanterie und die passen halt nicht alle in einen Leviathan rein.
sitzen die dann alle auf dem Leviathan oder macht er so sein Maul auf und dann sind die so im Inneren vom Leviathan? Das ist schon mal, es würde mich schon actually ein bisschen interessieren. Leider habe ich hier nicht den Wüstensand. Mit dem ich so Einheiten so rüberbringe, weil dann könnte ich auch die einfach rüber. Ne? Hier Flugsand. Boah, ich bin schon eine Dreiviertelstunde jetzt dran. Zeit, dieses Szenario zu Ende zu bringen. Geh mal zum Scouten. Die sind zwar ultra langsam, aber. Dann kommen die Schildkröten wieder. Die werden dann von meinen Festungen hier aufgehalten. Wobei, vielleicht ist es gerade aktuell nicht so die beste Idee, hier einen Turm zu bauen, wenn gleich die. Weißt du, jetzt schief. Oh, die schießen gar nicht mehr rüber. Ah, jetzt aber. Gehen sie alle zum Turm. Das Dorfzentrum schießt mit. Da haben sie noch einen Leviathan. Er opfert sich für die. No. Oh doch. That was good. Oh verdammt, ich hab mein anderer Ding ist nicht da. Trabanten sollen sich alle um die den kümmern. Verdammt. Ja, meine Einheiten sind stärker als die von denen. Ach, das kostet mich wieder Gold, den. Ah, okay. Gunst. In which? Garrick. Garrick. Ja, okay, ich muss da unten anlanden anscheinend. Aber die sind eine gute Distraction. Wo ist denn das Ei von dem anderen? In which? In which? In which? In which? To you, Gary. In which? Los, verteidigt die Flotte!
Verteidigt die Leviathane. Opfert euch. Opfert eure Herzen. Für die Allgemeinheit. Die Schlachtschildkröten, die müssen wirklich fallen. Richtig. Dann kotze ich da mal auf. Ich kann eigentlich die Einheiten, die ich da oben noch postiert habe, eigentlich unterbringen. Oh, ich habe kein Gold mehr. Ah, stimmt, ich habe hier keinen Tempel gebaut. Nein, das sind die nicht. Habe ich sie da oben stehen lassen, ne? Ja. Into you. Komm, die battlen sich da jetzt mal. Into you. Into you. Wo ist denn eigentlich Amanra jetzt? Ich hab die doch in dem einen gehabt, ne? Oder ist die noch drüben? Komm, der hilft jetzt mal dem einen da. Gegen die Schlachtschildkröten. Hol ich mir nochmal einen neuen. Ja, Amanra steht noch da oben. Ohne Amanra kann das ja nicht funktionieren. Ich habe mir das ein bisschen spektakulärer jetzt eigentlich vorgestellt. Ein Angriff hier rauf, aber. Und warum die immer ständig hier diese normalen Einheiten eigentlich haben? Also. Ich weiß ja nicht, ich spiele ja auf schwer, ne? Aber die bilden die ja nie weiter aus. Oh, der ist nicht mal voll. So. Will eine schlagkräftige Armee haben. Wir greifen jetzt erstmal hier den Hafen an. Einer passt noch da drüben. Oh ne. Andersrum. Into you. Enito. Okay, sie zerstören hier irgendwie lauter Shit. Enito. Greco.
Wo ist denn mein Katapult? Ach, da haben sie wieder eine Schlachtschildkröte. Also Kemset und seine Mannen, die sind da schon irgendwie ziemlich gut dabei. Mit ihren Schildkröten. Ich sammle jetzt erstmal alle meine Einheiten da an einer Stelle. So. Dann sind wir nach da unten. Ah, da kommt auch ein Katapult. Der Dorfbewohner, der bleibt da bitte da. So. Wir können die mal hier die blöden Festungen zerstören. Und so. Und vielleicht bestmöglichst auch einfach die Kasernen. Und dann wird das schon. Und dann kann ich Amanra ja eh gleich darüber schicken. Jetzt kommt halt erst die epische Musik. Nachdem nichts mehr passiert ist. Na ja, egal. Wir haben die Truhe des Osiris eingeholt. Wo ist mein Erzfeind? Ah, okay. Ich hab eine Stunde, ne? Ich habe etwas, was ich euch schon geben wollte, seit ihr vor mir beim Tempel davongelaufen seid, Kemsit. Nichts wäre mir lieber, als mit eurem Blut den Wüstensand zu färben, Amanra. Aber ich kann meine Zeit jetzt nicht mit euch verschwenden. Oh. Feigling! Eure Zeit wird bald kommen, Amanra. Sehr bald. Sehr bald.